Über den Hunger in Afrika zu sprechen, bedeutet nicht nur die Probleme von Hungersnöten und Unterernährung zu erkennen, es bedeutet auch, in den Diskurs über Nahrungsmittelabhängigkeit einzutreten. Wir leben größtenteils von Reis, der besonders aus Asien importiert wird. Dies kann etwas sein, was signalisiert, dass wir normalerweise fähig sein müssten, auf der fruchtbaren Erde in unserem Land von den Erträgen unserer eigenen Erde zu leben. Als Antwort auf diese Herausforderung nennt Monsignore Raphael Gilavogi das reelle und pragmatische Engagement der kirchlichen Gemeinschaften. Initiativen, die sich gut in die Vision der Kirche über die Entwicklung in Afrika einfügen. Für Kardinal Martino muss die Entwicklung aus dem Inneren des Landes kommen, auch wenn die missionarische Arbeit oder die UNO wichtig sind. Es ist Afrika selbst, das der Vorreiter seines Fortkommens, seiner Zukunft sein muss. Wie die Afrikaner. Man muss ihnen helfen, aber die Verantwortlichkeit liegt bei ihnen. La responsabilité, c'est à eux. Der Präsident des Päpstlichen Rates für Gerechtigkeit und Frieden strebt jedoch nicht danach, Afrika sich selber zu überlassen. Kardinal Martino nennt in einer globalisierten Welt, in der die Frage der Migration nicht ignoriert werden kann, die Wichtigkeit von Solidarität zwischen den Völkern. Afrika ist kein isolierter Fall. Afrika ist Teil der Welt und deshalb muss die ganze Weltgemeinschaft helfen, weil das Heil Afrikas das Heil der Welt ist. Le salut de l'Afrique, c'est le salut du monde.